Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich reagiere heute auf Hate-Kommentare unter meinen Musical.lys, also auf der Plattform TikTok. Und ich bin sehr gespannt, was die Leute da so schreiben. Ich habe ja schon in meinem letzten Video erwähnt, dass es extrem viel Hate auf dieser Plattform gibt als vorher. Wie gesagt, Hate gibt es überall, aber so krass wie auf dieser App momentan, das kann gerade keine App irgendwie toppen. Fangen wir auch direkt mit einem Video an. Mein Video hat jetzt 27,2 Millionen Aufrufe. Oh mein Gott, ich bin so glücklich einfach. Und es hat 1,8 Millionen Likes. Ich finde das so krass und ich freue mich so hart drüber, wo ich das gesehen habe. Ich konnte das gar nicht glauben. Genauso halt auf Instagram habe ich jetzt meine 1 Million Abonnenten erreicht und das war jetzt gestern Abend und ich habe wirklich vor Freude geweint. Ich weiß, ich sollte mich jetzt nicht zu früh freuen, weil es noch am Anfang ist. Aber keine Ahnung, wo ich das halt gesehen habe, dass da jetzt 1 und M stand, das war, weiß ich nicht. Also das war für mich so, oh. Weil ich dachte, also wirklich Leute, ich hätte nicht gedacht, dass ich das dieses Jahr noch schaffe. Aber dazu wird ein extra Video kommen. Und natürlich ein Abonnenten-Special. Eine sehr, sehr große Überraschung. Aber lasst euch, wie gesagt, überraschen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das Video an. Und dann die Kommentare. Ja, das ist das Video. Okay, wir gehen jetzt auf die Kommentare. Ich habe da jetzt noch nicht so reingeschaut, nur ganz am Anfang. Aber da scheint sehr, sehr viel drunter zu stehen. Leute, das müsst ihr doch wissen. Sie ist nicht so eine. Nächster Kommentar. Was war gerade auf der Toilette und hast vergessen, die Hose zuzumachen? Passiert mir auch oft. Oh. Schon traurig, was die Weiber alles machen, um Likes zu bekommen. Okay. Deine Hose ist auf, das ist nicht sexy. Voll gut, aber mach bitte deine Hose zu, weshalb auch immer die offen war. In ein paar Jahren wirst du zurückschauen und dich fragen, was du da gemacht hast. Ach, du hast deine Hose offen, deswegen riecht es dann raus so nach Fisch. Please mach sie zu. Billig, einfach nur billig. Okay. Ich glaube, das waren jetzt genug Kommentare auf einmal. In diesem, unter diesem Video meine ich. Also, es geht in diesem Video, also worüber sich die Leute in diesem Video aufregen, ist, dass ich mich halt schon freizügig zeige, aber am meisten, warum diese Hose offen ist. Und irgendwie bei TikTok bin ich gerade als das Mädchen bekannt mit der offenen Hose. Das ist kein Scherz. Also wirklich. Ach, ich denke so, ey, lass Gehirn regnen. Nein, Leute, ohne Witz, ich denke mir so, normale Menschen, die ja ein bisschen hier was im Kopf haben und mal ein bisschen nachdenken würden, die wissen doch ganz genau, erstens, die Hose ist nicht offen, weil ich sie vergessen habe zuzumachen. Die Hose ist auch nicht offen, weil ich mich geil fühle oder sexy fühle. Die Hose ist auch nicht offen, weil ich, weil sie mir nicht mehr passt, weil ich ja so dick bin, weil es auch welche dorthin geschrieben haben. Die Hose ist offen, weil ich einfach, also meine Musical.lys bestehen ja zum großen Teil, dass ich viel mit meinem Bauch mache. Und ich besitze, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich besitze fast nur High-Waist-Hosen. Und ich trage auch nur High-Waist-Hosen. Klar, ich habe so eine Hose, die ist jetzt nicht High-Waist. So. Und erstens, das sieht halt total komisch aus, wenn man eine High-Waist-Hose anhat und dann halt Bauchtanz macht oder halt irgendwelche Moves mit dem Bauch macht. Zweitens, man sieht es halt auch gar nicht richtig. Und drittens, ist es sau unbequem. Deswegen dachte ich mir, okay, dann lasse ich einen Knopf offen, krempel das einmal um. Und dann habe ich so ein bisschen, also dann sieht man halt mehr von meinem Bauch. Zum Glück gibt es ja in den Kommentaren Leute, die es verstanden haben. Und da brauche ich mich dann auch nicht erklären, warum das so ist. Sondern die verstehen schon, warum. So, macht ihr.
man muss ja auch ein bisschen nachdenken, dann kann man sich das auch so ein bisschen, ne, zusammenbauen, da macht es Sinn, so, ihr versteht. Och, oder genauso mit dem Kommentar, sie ist nicht so eine. Ich glaube, das sehe ich so oft. So heißt doch nicht, dass sie eine Schlampe ist. So, das, ich weiß nicht, dass man das damit so vergleichen kann, wenn man so freizügig ist oder tanzt, dass man dann so eine ist. So, also so eine Bitch, sage ich jetzt mal. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Das hier ist ein bisschen außergewöhnlich. Habe ich auch wieder übrigens den Knopf auf. Weiß ich jetzt schon, was da stehen wird, und zwar, dass ich die Hose habe. Wenn man versucht, sexy zu sein, man es aber nicht schafft, hier das Beispiel. Ich versuche gerade irgendwie so einen Sinn zu finden. Ich verstehe wirklich den Sinn in diesem Kommentar nicht, weil ich weiß nicht, das schreiben extrem viele so, ja, du fühlst dich total sexy, bist es aber nicht, bla bla. Soll das sexy rüberkommen, soll das geil rüberkommen, ist es aber nicht, ist es aber nicht. Also ich will nicht mit meinen Videos irgendwie damit bezwecken oder damit sagen, so, hey Leute, ja, ich fühle mich voll geil, ja, ich bin so sexy. So, hä? Leute, ich mache diese Videos, weil ich mega Spaß dran habe. Ich mache diese Videos jetzt, seitdem ich 16 bin. Das ist eine lange Zeit. Wie gesagt, kann man ja so sagen, damit bekannt geworden. Und das Ding ist ja, also meine Abonnenten wollen das sehen. Ich habe es eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob sich viele daran erinnern können. Ist jetzt auch nicht so lange her. Hatte ich die Zeit, wo ich keine Musiklis mehr gemacht habe. Und wenn so ganz selten, aber auch wirklich, weiß ich nicht, nicht mehr diese Musiklis, die Musiklis, die ich ganz am Anfang gemacht habe, sind die Musiklis, die ich jetzt auch mache mit meinem Bauch. So, und das ist einfach das, was meine Follower sehen wollen. Und wo das die Zeit war, wo ich es nicht mehr gemacht habe, ich habe mega viele Abonnenten verloren. Und mir haben voll viele unter meinen Bildern oder was weiß ich kommentiert oder mir geschrieben privat. Next Video. Das müssen manche einfach mal begreifen, dass ich alt genug bin und keine 12, 13, 14 mehr. Und dass ich selber entscheiden kann, was ich anziehe. Und keine Sorge, mache ich natürlich nicht, auch wenn ich nackt bin. Das hat ja gar keinen zu interessieren. Also ich kann ja machen, was ich möchte. So, klar können sich die Leute dann aufregen und so. Ich meine, es ist ja das Netz, ne? Instagram, bla bla. Sind halt öffentliche Plattformen, wo man halt seine Meinung äußern kann und auch kommentieren kann. Aber wirklich tun? Nee, es kann gar keiner was dagegen tun. Auch nicht wirklich, auch nicht ein bisschen. Es kann niemand was dagegen tun, außer ich selber. Aber da ich der Meinung bin, dass ich so leben möchte und das bin ja ich, so, wenn ich jetzt auf diese Kommentare hören würde und genau das mache, was die Leute sagen oder was denen gefällt und das nicht mehr mache, was denen nicht gefällt, dann würde ich euch verarschen. Dann würde ich euch irgendetwas vorspielen. Ich würde mir was vormachen und ich würde euch was vormachen. Ich würde mich selber verarschen, ich würde euch verarschen. Aber ich finde, dass ich auf jeden Fall noch nicht an der Grenze bin. Ich glaube, da gibt es sehr viele Kandidaten, die sind schon extrem. Extremer als ich, und ich bin noch sehr harmlos im Gegensatz zu anderen. Deswegen ruhig bleiben. Sie macht es, weil sie einen Freund haben möchte. What? Also, ich will ja nichts sagen, aber I'm not alone. Irgendwie finde ich sie unsympathisch. Oh, das ist auch ganz schlimm bei mir. Ich weiß nicht, aber ich habe so einen gewissen Blick in Musical.ly oder halt so, wenn ich auf der Straße bin, dann gucke ich so ein bisschen brummig.
Und viele denken immer, ich bin total eingebildet oder unsympathisch oder arrogant, was auch immer. Und oh, das müssen mal welche ablegen, dieses, also nicht, dass man sich ein Musical.ly anguckt und dann direkt entscheiden kann, okay, die Person ist überhaupt nicht nett, die Person ist eingebildet, bla bla, die Person ist arrogant. Viele glauben auch, dass sie wissen, wie ich privat bin, weil sie in meinen Videos sehen, dass ich eingebildet gucke und dann direkt urteilen können, okay, sie ist eingebildet. So, man wird direkt in so eine Schublade gesteckt und das ist voll kacke irgendwie, weil ich bin eben gar nicht so, also wirklich jetzt. Ich bin nicht eingebildet, ich bin nicht arrogant, ich bin überhaupt nicht unsympathisch. Sondern ich glaube, dass mir auch einige zugucken, die mich nicht mögen. Einfach aus Neugier, deswegen hallo. Ich weiß, du guckst zu, weil du einfach neugierig bist, was ich tagtäglich mache, was ich tagtäglich hochlade. Und wenn ich eine Person nicht mag, dann gucke ich sie mir auch nicht an. Also anscheinend ist mein Leben sehr interessant für dich. Und ja, es geht jetzt nicht an die Leute, die mich unterstützen. Sucht euch irgendwie ein Hobby oder was weiß ich, trifft dich mit einer Freundin oder mit einem Freund, was auch immer. Geht Eis essen, geht shoppen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Du lebst doch nur einmal, dann genieß es auch. Und weiß ich nicht, verbring dein Leben nicht mit Haten oder damit irgendwie, weiß ich nicht, meine Videos anzugucken, obwohl du mich gar nicht leiden kannst. So, schmeiß die Playsee an und zock eine Runde. Oder was weiß ich. Es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und schreibt doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Also Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, tschüss.